Einen wunderschönen guten Abend vom Flugplatz Winterfelde. Heute ist der 24. Juni, also einer der längsten Tage des Jahres. Und es gibt am Flugplatz auf einigen Inselflugplätzen ein Longest Day Flying. Zum Beispiel auf Jüst, Wangerooge, Norderney. Und auch ein paar Landplätze sind dabei, wie zum Beispiel Leer-Papenburg. So, ganz spontaner Entschluss. Wir fliegen jetzt erst nach Leer-Papenburg. Da ist nämlich zu dem Anlass auch ein Burger-Fly-In. Und dann geht's weiter nach Jüst. Da dürfen wir landen bis zum Ende der bürgerlichen Dämmerung. Das ist um 22.55 Uhr. Ist das nicht krass? Viel Spaß! So, fliegen heute mal offen. Ja. Der Nico steht ja hier auf Cabriolet. Und wir kriegen gleich in der Luft hoffentlich noch einen kleinen Begleitschutz. Wegen Air Defender, da haben wir noch einen Abfangjäger bestellt, den sehen wir gleich in der Luft. Lasst euch mal überraschen. Delta Victor Lima rollt auf bis vor 8. Delta Victor Lima, der Wind ist still. So, dann wollen wir direkt mal los, wenn du ready bist. Yeah! Die Ruder frei und alles. Ja. Startzeit 5.9, bis morgen, tschüss. Bis morgen, ciao. Hello, hello. Gute, ich bin irgendwie ein kleines Stück über euch, aber du hast mich wahrscheinlich immer noch im Blick. Ich bin rechts, hinter, oberhalb euch. Ja, schönes Bild. Ja, ich brauche noch eine halbe Stunde, 100 Kilometer. Auf welche Höhe gehen wir gleich? Ich check mal gerade, beste Höhe finden. Ja, entweder 2000 oder 7000, sagt SkyDemon. Das nimmt sie aber alles nix. Ah, das da oben ist nämlich der Matthias mit seiner Blackwing. Der gibt uns ein bisschen Geleitschutz, dass wir hier sicher trotz Air Defender 2023 bis nach Papenburg kommen zu unserem Hamburger. Delta Mike November, Victor Lima, Formation, hello. Traffic 6. Delta Mike November, Victor Lima, Münster, moin. Delta Mike November, Victor Lima, Formation, Formation of two Mike Lights, VL3 and Blackwing from Echo Delta Lima Tango, position taken. Two Echo Delta Whiskey Foxtrot, 2000 feet requests crossing CTR, on course, information Yankee. Traffic 6. Delta Victor Lima, copy, Yankee correct, crossing approved on course, Quokka Dent. Traffic. Quokka Dent and crossing approved. Du swap Dent. Da ist es klar. Traffic. Delta Mike November, Victor Lima, Nummer 1 der Formation im Gegenanflug 08. Verstanden. Und die Delta Mike Papa Mike Mike, die zweite in der Formation hinter der VL3 ist jetzt im Gegenanflug auf die 08. Aussehende Maschine in Sicht. Ja, das ist schön. Wer war der zweite noch von dir? Die Delta Mike November Victor Lima ist Nummer 1 und die Delta Mike Papa Mike Mike Nummer 2. Wunderbar. Delta Victor Lima im Querenflug 08. Nördliche Winde 7 Knoten. Delta Mike Mike auch im Querenflug, aussehende Maschine Victor Lima in Sicht. Yep. Victor Lima, Enter, Flugmodus. Yep. So, haben wir alles. Delta Mike Mike, im Endteil, vorausliegende Maschine in Sicht. Green Green. Zweite Klappe, dann halt fully fine. Zum Morgen hin. Passt. Delta ist ja Mike, verlässt die Platzrunde Richtung Süden. Schön. So, machen wir das. Dann roll ich dann gleich hinterher. Muss ich mir nochmal überlegen. Ach so, dann können wir wohl nicht abrollen.
Abend. Voll romantisch, das Tanken. Jetzt sehe ich. Das ist aber schon das obere Ende, irgendwie fand ich das preislich so. Irgendwie. Ich habe auch kurz gezuckt, wie er es gesagt hat. Ich so, Prost. Guck mal hier, Blick über die leckeren Burger. Die netten Fliegerkollegen. War jetzt aber flott. Noch einmal ganz kurz drauf gucken auf die Route. Mal ganz kurz drauf gucken nochmal. Ich habe jetzt das so eingegeben. So, okay. Weil da können wir dann sozusagen, guck, 1200 bis 5000. Ah, okay, ja. Und dann fliegen wir einfach da, biegen wir da ab und gehen auf 1000 Fuß und rauschen dann mit 1000 Fuß in eine gute Höhe. Ja. Und dann ist jetzt die Frage, ob du rechts oder links davon, das kann man ja dann... 1000 Fuß über Grund. Ja. Das ist ja fast identisch. Ja, genau. Okay, und dann fliegen wir einmal über die Inseln und dann nach Houston. Mhm. Schön. Jetzt weiter. Wir sagen aufsitzen. Ja, cool. Mhm. Mike bereit von der Victor Lima? Ja, Mike bereit. Victor Lima startet. Er ist alive. Ja, muss das jetzt auch mal sagen. Hallo, hallo. Jo, kann euch gut hören. Bin rechts hinter euch unterhalb. Ich schmeiß jetzt in die Kurve an, damit ich euch nicht verpasse. Jetzt zeigen seid ihr schon deutlich besser. Okay. Geil, oder? Mega. Der untergehenden Sonne da. Und wo steckst du? Ja, ich bin rechts hinter dir und hol gerade auf. Bin gleich bei euch. Gut, da bist du noch ein Stück runter, wir müssen ja unter die 1000 Fuß jetzt, ne? Also geh nochmal, wir sind jetzt, ich habe jetzt 1100 gerade auf der Anzeige, ich gehe mal auf ja, 1000, noch 100, 200 Fuß runter. 1100? Ich habe jetzt 900 bei QNH 1022. So, Nico, du lenkst mal hier. Danke. Gib gerne mal Gas rein. Schneller werden, meinst du? Kamera in Anschlag, so halten bitte.
1 kilometer. Sehr nice. Würde ich auch sagen, habe ich auch schön auf dem Video noch. Caution, obstacle. Die Lampen sind alle synchronisiert, ne? Richtig. Gehen alle gleichzeitig an. Die EMZ ist hier aber noch, ne? Ja, aber 1200, ne? Ja. Mega. Kannst du nochmal übernehmen? Ja. Vorbei, okay? Boah, ist das ungelogen, mit rechts zu fliegen. Okay. Den aber so gar nicht. Weil ich jetzt links von uns. Ja. Ich kann auf dem Handy-Display gucken. Ja. Ah, jetzt sehe ich ihn wieder. Matthias, sagst du, wenn du da einredest? Das muss wahrscheinlich ich sehe in 10 Sekunden fallen. Muss wahrscheinlich ein bisschen Gas reinschieben. Genau, jetzt sehe ich einen Turn. Macht aber gut Mathe. Control? Yes. Also von rechts liegen die schon oder was? Total, natürlich. Jetzt kommt was. Okay. Schon nice, oder? Ja, kannst fast schon die Zahlen auf den Standkörben lesen hier. Wenn du Bock hast, zieh mal rechts über uns hoch. Reicht der Abstand? Wunderbar. Nice. Hast du uns wieder in Sicht, ja, ne? Ja, klar doch. Mach nochmal den Kampfflieger, aber sonst alles gut, habe ich jetzt nicht. Ich drehe ein paar Grad rechts. Okay, ich nehme dich jetzt links hinter mir im Blick. Perfekt. Das ist geil, oder? Mega. Ich will links von dir, wenn du willst, kannst du mal rüberziehen. Gut, ich gehe mal rüber und ziehe dann, ich habe euch im Blick, also ich ziehe dann an den Fall von oben. Genau, so langsam muss man fast schon mal Landung denken hier. Verzögere nochmal, jetzt versuche ich mich nochmal.
ist schon jüst. Ja. Und da sind über jüst einige unterwegs. Guck mal, die sind alle hier drauf, auf Safe Sky. Ich wollte gerade sagen, ich sehe keinen. Abgasstrahl geflogen gerade. Wie bitte? Ich bin voll durch eure Turbulenzen durchgeflogen, weil ihr vor mir vorbeigeschwenkt seid, aber alles gut. Ja, ich mach so ein paar Grad rechts ein bisschen. Aber das ist jetzt aber auch mal krass. Warum werden die hier nicht angezeigt? Ja, das ist das Ding. Der zeigt viel mehr an. Selbst geil, deswegen sieht das auch so geil. Weil die alle keinen Flamm haben. Sollen wir uns mal anmelden in News? Ja, das können wir machen. Ich hab da irgendwo schon eine Fliegerlege gesehen. Ich ziehe ein bisschen rechts rüber und gehe wieder ein bisschen höher. Traffic. Okay. Unter uns Traffic von da. Ist das beleuchtet? Oh ja. Ja, hier verstrahlen die ab. Ja, Safe Sky. Okay, die sind nicht alle auf Safe Sky. Das ist ein Antennenproblem. Houston Radio, Delta Mike, November Victor Lima. Schönen guten Abend. Mike, November Victor Lima, Houston Radio, moin. Delta Mike, November Victor Lima, Formation, muss ich korrekterweise sagen. Eine VL3 und eine Black Wing. Wir sind nördlich Norderney, 1300 Fuß zur Landung. Jo, dann seid doch mal willkommen. Piste 25 in Jüst. Und Wind habe ich leider keinen, der ist weg. Oh, das ist auch mal was hier. Piste 25. Kommt ihr gleich noch zum Grill? Das machen wir gerne. Fein, da müssen wir ein Bier drauf trinken. Ihr wart die 200. Bewegung heute. Glückwunsch. Das ist schön, dann machen wir das auf jeden Fall. Alter Mike, dann werden wir Victor Lima Formation. Wir kommen jetzt gleich in den rechten Gegenanflug 25. Du guckst ein bisschen rechts, ne? Ja. Oscar Whiskey, Einlandflug Piste 25, aufsetzen und durchstarten. Alter Mike, dann werden wir Victor Lima, rechter Gegenanflug 25. Uni Delta Mike, Papa Mike, Mike, Christ hier, zweiter aus der Formation, ist auch im rechten Gegenanflug auf die 25, vorausliegende Maschine ist in Sicht. Delta Mike, November Victor Lima, rechter Querflug 25. Aber 3, beabsichtigt? Nee, eigentlich nicht. Bist du in der 3, deswegen, ja, oder? Ja, aber finde ich jetzt nicht so schlimm, aber war eigentlich nicht Absicht. Wegen Angle of Attack und so? Ja. Wetterflug, Delta Mike, November Victor Lima. Delta Mike, Mike, Finale 25 und vorausliegende Maschine ist in Sicht. Jo, kein Wind. Gut, da ist anders, aber geht, ne? Jo. Victor Lima, willkommen auf Jüst. Dann mal gerne bis zum Ende durchrollern. Das passt dann. Das machen wir. Delta Victor Lima. Oh, passt super. Oh, er hat das raus mit Formation fliegen. Jo. Aber Formation Golf ist die beste. November Lima, kein angezeigter Wind. Das ist krass. Heile Frank hat auch eben geschrieben. Ja, Höllenhunde. Mike, Mike, willkommen auf Jüst. Dankeschön, Mike, Mike. Ich würde dann einfach der Victor Lima folgen. Hier biegen wir mal ab, Victor Lima. Jo, ihr findet ein schönes Plätzchen. Wunderbar. Ist der Turbo heiß geworden beim letzten Gas geben? Glaube nicht. Ja, ich glaube klar. Nice one. Geil. Hör auf mal. Ja. Oder wolltest du die Kamera noch irgendwie? Ja, das ist eine gute Idee. War das geil oder war das geil? Das war einfach mal geil. Nicht schlecht. Sehr nice. Nico,
Ja, das ist cool, ne? Mein Dolkosch-T-Shirt, bin ich auch ganz stolz drauf. Ich bin auch ganz neidisch. Nächstes Jahr müsst du da hinkommen. Das war echt richtig geil. Ich bin auf jeden Fall dabei. So, das war's jetzt auch für heute. Wir packen jetzt. Der Matthias fliegt noch nach Langerung und wir fliegen nach Techte. Und dann war das ein sehr, sehr cooler Kurztrip, oder? Definitiv. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.